Einen schönen Vormittag, Frau Planig. Ja, einen schönen Vormittag aus Lienz. Hallo. Osttirol besonders hart betroffen, die Niederschlagsmengen teils in Rekordsphären, insbesondere ja in Lienz hat man knapp am Rekord, der, meine ich, 1966 aufgestellt wurde, gekratzt. Wie ist denn die Lage derzeit bei Ihnen? Ja, aber Gott sei Dank im Unterschied zu 66 viel Schnee und nicht nur Wasser, das heißt die Flüsse sind Gott sei Dank keine Gefahr, aber ja, wir haben in der Stadt gut über einen Meter Schnee, obwohl es also sogar geregnet hat, ist also zusammengegangen. Bei uns ist derzeit in der Stadt alles im Einsatz, um die Schneemassen aus den Straßen zu entfernen. Wir wissen, wir haben heute ein kurzes Zeitfenster, weil das nächste Giftdruckgebiet ist ja schon im Anmarsch. Also wir sind sehr gefordert, aber ja, als leidenschaftliche Osttirolerin muss ich sagen, es ist natürlich auch wunderschön, wenn man in der frühesten Fenster schaut. Neben all den Widrigkeiten gibt es natürlich auch die unglaubliche Schönheit dieser Winterlandschaft. Das ist wohl wahr. So schön Schnee hat es sonst nirgends. Aber wie Sie gesagt haben, natürlich nicht ganz unbedenklich das Ganze. Ja. Sie haben es schon angesprochen, das nächste Tiefdruckgebiet ist im Anmarsch. Schon heute soll es vor allem am Nachmittag Regen geben. Das dürfte ja wahrscheinlich für Sie noch prekärer sein, als wenn es ein bisschen Schnee wäre, oder? Naja, also momentan ist das eine wie das andere. Wir haben derzeit schon leichten Regen. Das ist natürlich das Problem dann für die Kanalisation in der Stadt. Wir sind mit Schlammsaugwagen unterwegs, versuchen die Kanalschachte zu reinigen, auszublasen, um dann die Wassermassen über den Kanal abführen zu können. Aber also es ist das eine wie das andere Herausforderung. Derzeit, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich der Regen sogar momentan das Angenehmere, weil wenn es anfängt zu vereisen, dann ist der Schnee wirklich sehr, sehr schwer von den Straßen und von den Gehsteigen zu bringen. Und da sind wirklich Schneetürme derzeit in der Stadt. Spätestens am Dienstag bzw. in der Nacht auf Mittwoch, so zumindest der derzeitige Wetterbericht, soll es wieder Schneefall geben. Haben Sie bei sich eigentlich diverse exponierte Stellen, Siedlungsgebiete räumen müssen? Hat es Evakuierungen oder Ähnliches geben müssen? Nein, in der Stadt selber nicht, aber natürlich rundum in den Tälern ist es natürlich sehr, sehr prekär. Es sind ja einzelne Straßen immer noch geschlossen, es sind einzelne Orte immer noch abgeschlossen. Wir in der Stadt selber haben solche Situationen nicht, dass wir wirklich Häuser räumen hätten müssen oder Straßenzüge. Also bei uns ist noch alles, was Leib und Leben angeht, in Sicherheit. Vielleicht noch ganz kurz auch zur Infrastruktur. Osttirol war ja dann zwischenzeitlich fast ein bisschen von der Außenwelt abgeschottet. Mhm. Zugsverbindungen und Straßen wurden entweder gesperrt oder eingestellt. Ist da mittlerweile soweit wieder alles normal? Und vielleicht noch gleich die Zusatzfrage, wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Gab es bei Ihnen in Lienz auch Ausfälle? Nein, also bei uns in Lienz gab es keine Ausfälle. Die DINET hat bei uns relativ rasch reagiert. Wir haben auch eine vergrabene Ringleitung für die Stadt. Wir sind dann umgeschalten worden. Es hat ja die 110 KV-Leitung Richtung Felbertauern-Kaiserbach gekippt. Aber man hat früh genug die Stadt umgeschalten auf das Amlacher Kraftwerk und Striebach. Also da war die Stadt nie in Gefahr. Oder zumindest wir haben permanent Strom gehabt. Wir waren zwar vorgesorgt in der Gemeindeeinsatzleitung mit Stromaggregate, aber das war für die Stadt derzeit alles noch sicher. Die Verbindung, ja, der Felbertauern ist nach wie vor geschlossen. Über das Kärntner Trautal ist man an sich immer in die Stadt und in den Bezirk gekommen. Es hat da die Zugverbindung vom Kärntner Trautal gestern noch in der Nacht funktioniert. Ja, Richtung Brenner, Busterthal, da hat es immer wieder problematische Situationen gegeben. Und da müssen wir halt jetzt permanent schauen, weil natürlich Hangrutschungen, Schneerutschungen sind die Gefahr. Also da ist halt permanent zu schauen, wie schaut es derzeit aus. Aber wie gesagt, der Felbertauern ist noch gesperrt, vom Trautal sind wir erreichbar. So jemand Lust und Liebe hat,
sich uns anzuschließen beim Schneeschaufeln. Ja, das ist ab jetzt zumindest bis 20 Uhr ja wieder erlaubt. Die Schulen, was ich da bei Ihnen jetzt so raushöre, die sind zumindest in der Stadt Lienz kein Problem, die werden geöffnet haben, oder? Aber in anderen Teilen Osttirols sind sie geschlossen. Nein, die Schulen sind durch die Bezirkshauptmannschaft geschlossen. Wir haben allerdings in der Stadt gestern am Abend noch ausgegeben, wer Betreuungspflichten hat, seien die Kindergärten geöffnet, weil man doch viele halt wieder begonnen haben zu arbeiten, vor allem auch im Handel. Das heißt, die Kindergärten sind für den Betreuungsbedarf geöffnet, die Schulen sind geschlossen. Aufgrund der Vorgabe der Bezirkshauptmannschaft bzw. des Landes. Lienz steht ja unter dem besonderen Genuss gleich in der Stadt, wenn man so möchte, eigentlich zwei Skigebiete zu haben, unter anderem Stettersfeld, wunderschön dort. Wie ist denn eigentlich derzeit die Disziplin der Wintersportler? Lawinenwarnstufe 5 muss man wahrscheinlich am Tiroler nicht erklären, dass Feuer am Dach ist. Oder gibt es doch ein paar Wagemutige, die da vielleicht leichtsinnig und mit viel Risiko jetzt am Berg raufgehen? Also wir haben am ersten Tag schon ein paar Meldungen, vor allem vom Schlossberg gehabt, wo es natürlich tatsächlich ein paar gegeben hat, die versucht haben, mit den Skitouren über den Hochstein zu gehen. Wir haben dann aber sofort die Schlossbergstraße gesperrt. Und also also da muss man jetzt wirklich sagen, also das ist ein unglaubliches Risiko. Wer bei solchen Lawinenwarnstufen sich mit den Ski ins Gebirge begibt, also da, das ist meiner Meinung nach Wahnsinn. Und also derzeit würde ich auch nichts bemerken. Ich glaube, es hat sich jetzt bei der Bevölkerung doch durchgesprochen, dass wir in einer kritischen Schneesituation sind. Aber wir freuen uns natürlich alle, wenn dann die kritischen Situationen vorbei sind und wir 2 bis 3 Meter Schneeauflage in unsere Skigebiete haben. Ja, aber die Skigebiete, die dauern ja noch ein bisschen, bis die öffnen dürfen. Da bringt der Schnee soweit gar nichts. Was ist Ihnen denn eigentlich zu Zu den Skigebieten bei Ihnen in der Stadt, weil wir gerade dabei sind, vielleicht ganz kurz am Thema vorbei, nur letzte Frage. Wie geht es denen derzeit finanziell? Überleben die das? Überstehen die das? Funktioniert das? Was die Skigebiete, die Bergfahrer? Genau, bei Ihnen, Zettersfeld und Hochstein. Ja, also derzeit, wir haben die letzten Saisonen waren sehr gut und natürlich ist das jetzt für alle eine extrem angespannte Situation. Das ist für die Gemeinden eine extrem angespannte Situation. Wir haben ein Minus vor unserem Budget stehen. Das ist für den Handel, für die Gastronomie, für die Hotellerie und natürlich auch für die Seilbahn eine sehr herausfordernde Situation. Aber ja, wir werden schauen. Ich denke, wir werden alle gemeinsam versuchen, das Beste draus zu machen und jetzt arbeiten wir uns halt Schritt für Schritt einmal voran. Ich gebe jetzt einfach nur zu bedenken, wir sind derzeit in der Situation, dass wir jetzt einmal in der Stadt versuchen, wieder Ordnung in die Schneemassen zu bringen. Das ist natürlich eine massive finanzielle Belastung. Und dann schauen wir weiter. Also der Schnee wäre jetzt da, die Präparierung in den Gebieten ist auch super. Und irgendwann sollten dann doch auch die Skigäste, glaube ich, wieder das alles genießen können. Ich hoffe auf ein besseres 21er. Ja, wollen wir es hoffen. Ich glaube, da schließen sich jetzt alle Österreicher, nicht nur die Osttiroler, an diesen Wunsch und an diese Hoffnung fürs kommende Jahr 2021. Ja. Osttirol also derzeit auf der einen Seite im Ausnahmezustand, angespannte Lage, auf der anderen Seite ist es natürlich eine wunderschöne Winterlandschaft. Allerdings, wie gesagt, mit ein klein bisschen Atem anhalten in der Hoffnung, dass sich die Lage jetzt in der kommenden Woche nicht noch weiter zuspitzt. Frau Planek, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und das aktuelle Update. Schöne Grüße ins wunderschöne Osttirol. Danke vielmals. Liebe Grüße nach Wien. Danke.